Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Free Agency mit der vierten Challenge der Scouting Free Agency. So, AJ Ken has been an amazing guard for the Jaguars for the past four seasons. He was a big part of the Jaguars AFC Championship run and is looking to find a home where he can make another run. Tied 35-35 in the fourth quarter, create a lead and win the game. Ja. Die Jaguars waren richtig toll in ihrem Championship-Jahr. Da waren sie ja ganz knapp vor dem Super Bowl, lagen im Ende des dritten Quartals mit Anfang des vierten Quartals vorne gegen die Patriots. Und tja, aber gegen die Patriots sollte man immer sehen, dass man Ende des vierten Quartals in Führung geht. Selbst das ist keine Garantie. Tom Brady hat das Spiel gedreht, man kennt das Ende vom Lied, Patriots in den Super Bowl eingezogen und gegen die Philadelphia Eagles, passend dazu, den damals verletzten Wentz, den wir hier sehen. Tja, und die Erwartungshaltung war hoch in Jacksonville für diese Saison und ist, kann man wirklich sagen, komplett enttäuscht worden. Tja, und endete jetzt damit, dass Bortles endlich, aus Sicht der Jaguars-Fans, glaube ich, entlassen wurde. Und dafür wirklich für eine immense Kohle, ich habe irgendwas von 88 Millionen gehört, haben sie Nick Foles geholt. Von den Philadelphia Eagles. So schließt sich der Kreis. Ryan Shazier, Jan Smith, Keyshawn Johnson, Le'Veon Bell, Earl Thomas, Ezekiel Anson, bei den Oklahoma City Lancers. So, dann schauen wir mal auf die Konstellation. Es steht unentschieden. 35 beide. Wir haben den Ball an der eigenen 30-Yard-Linie. 3 Minuten 15 sind noch zu spielen. Wir haben noch zwei Auszeiten. Die Lancers haben keine mehr zur Verfügung. Fangen wir mit einem ganz klassischen Lauf Inside Zone an. Über die rechte Seite. Zweiter Versuch und 6 Ball ist an der 34-Yard-Linie. So, wir haben einen zweiten Versuch und 6. Wir laufen durch die Mitte. Also ruhig jetzt mal ein bisschen Zeit. Oh, Eddie George, sehr schöner Spin-Move. Und jetzt hat er Platz. Der nächste Spin-Move auf dem Weg in die Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Das hat doch mal wunderbar funktioniert. Der PET ist auch unterwegs und der ist gut. Und damit führen wir 42-35. 32 Sekunden haben wir noch zu spielen bis zum 2-Minute-Warning. Oh, der war scheiße. Schwacher Kick, aber der geht trotzdem in die Endzone. Immer wieder faszinierend, was in Madden-Spielen für ein Wind in geschlossenen Stadien herrscht. Immer wieder faszinierend. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Wir bleiben natürlich aggressiv, heißt, wir werden wieder blitzen bei jedem Spielzug und versuchen, Mr. Fitzpatrick noch bei den Tampa Bay Buccaneers unter Druck zu setzen. Erster und 10. Wow. Da perlen die Linebacker mal eben kurz, aber alle an Ryan Fitzpatrick ab. Vollständiger Pass. Ein neues First Down an der 37-Yard-Linie. Bin gespannt, ob wir jetzt noch... Nein, wir spielen keinen Spielzug mehr. Das war's. Es geht in die letzten 2 Minuten des Spiels. Das war die 2-Minute Warning, die wir da eben gehört und gesehen haben. So, der Ball ist an der 37-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Switch natürlich wieder auf mein End. Der Druck ausübt. Aber der Kollege von der anderen Seite, ich glaube Crawford war es, macht hier, das war die Marcus Ware,
macht hier den Sack. Und damit ist es ein 2. und 17 von der eigenen 29-Yard-Linie für Oklahoma. Wieder Druck. Und der ist intercepted. Jeff Heath greift dazu, schnappt sich den Ball. Turnover und wir kommen an der eigenen 46-Yard-Linie mit unserer Offense wieder aufs Feld. Dann wird es natürlich die Chance, die Führung hier auszubauen, sodass wir hier eine sichere Führung, also das heißt ein Two-Score-Game bekommen. Und das macht Eddie George und der macht das richtig gut. Zwei Spin-Moves, genau perfekt getimed. Touchdown Dallas Cowboys. Und ich glaube, das war die Entscheidung hier. 54-Yard-Touchdown waren von Eddie George. Der ist schon heiß, muss man definitiv sagen. Kick ist unterwegs, ist auch gut. 49-35, 14 Punkte Führung. Jetzt hier für meine Cowboys. So, der Kick ist unterwegs. Bis in die Endzone. Kein Return, Kneel Down, Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Wert Oklahoma muss hier zwei Touchdowns erzielen. Ach, und bei der bisherigen Offense-Leistung sieht das nicht so aus, als ob das klappen könnte. Erster und 10 an der 25. Van der Esch mit dem Sack. Wir haben einen zweiten Versuch und 19. Oh, wieder viel Druck auf Fitzpatrick, der aber nicht zu Boden geht. Der sich Zeit kauft, der dann so einen Wurf raushaut. Also schwer zu tackeln ist er, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die Zeit, die er sich damit kaufen kann, nutzt er nicht, um seine Pässe zu vervollständigen. Weil so viel Zeit, die er sich dann kaufen kann, dann ist irgendein Receiver auch mal lang frei und nicht so. Byron Jones freut sich, nimmt das Ding gerne auf. Und das sieht stark nach einer Pick 6 aus. So ist es. Oh, weia. Das ist schon eine echte Nummer. Der PET ist auch gut. Und das sind 21 unanswered points, die Oklahoma hier in den letzten 4 Minuten des Spiels kassiert hat. Das ist schon, boah, eine ganz harte Nummer. Kick ist unterwegs. Wieder bis in die Endzone. Das wird wieder ein Kneel Down geben. 55 Sekunden sind noch auf der Uhr. Und ich glaube, auch Oklahoma weiß, hier geht jetzt nichts mehr. Erster Versuch und 10. Fitzpatrick mit dem vollständigen Pass. Schöner Open Field Tackle von Xavier Woods. Haben wir einen ersten Versuch und 10. Fitzpatrick spiket den Ball, um die Uhr anzuhalten, damit ist es ein 2. und 10. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie. Wir haben noch 40 Sekunden auf der Uhr. Vollständiger Pass, wieder ist Woods da, macht den sicheren Tackle. Dritter und 1 von der 49-Yard-Linie. Also die Mittellinie haben sie mit diesem Play überwunden. Und da greift Ryan Shazier zu, schnappt sich die Interception. Und wir haben ein First Down an der 43-Yard-Linie. Starkes Play von Ryan Shazier. Erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Laufspiel über Eddie George. Der tankt sich bis an die 34-Yard-Linie. Second and Inches sind jetzt noch weniger als 5 Sekunden zu spielen. Das heißt, wir werden jetzt noch den letzten Snap hier im Spiel sehen. Eddie George nochmal mit einem Run. Holt nochmal ein First Down raus. Das war's. 56-35. Das ist schon eine ordentliche Klatsche. Die Oklahoma City hier gerade bekommen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.